Die zweite Spielform sieht wie folgt aus. Und zwar spielt das rote Team hier außen einen Fehlpass und die gelben fangen den ab, dürfen die sich umdrehen, den Pass zu Bronze spielen und es kommt zum Aufgabenwechsel. Rot muss jetzt schnell hier in das Feld und verteidigen. Gelb muss schnell raus und wird zum Angreifer. Ja, wichtig hier nun beim Angriff ist natürlich genau das gleiche, wie Manu euch schon vorhin gesagt hat. Nur kommt hier jetzt noch was Neues dazu. Und zwar ist es folgendes. Wenn ich als jetzt verteidigendes Team den Ball gewinne, bin ich ja nun im Angriff. Heißt, ich muss schnell umschalten. Ja, das sieht dann wie folgt aus. Ich gewinne den Ball, drehe mich, spiele ihn zu meinem Mitspieler in dem Fall und gehe dann rückwärts aus dem Feld raus. Wichtig hierbei ist, dass ich immer Blick zum Ball habe. Ja, der Gegner, der den Ball verloren hat, wird eben dann zum Verteidiger und ist im Normalfall in dem Moment noch unsortiert. Heißt, wenn ich den Blick Richtung Ball habe die ganze Zeit, bin ich schon wieder anspielbar für meine Mitspieler und die können dann den Ball schnell zu mir rüberfeuern. Ja, für das bronzene Team ist dabei wichtig, dass sie erkennen, ist dieser Moment da, sind die gerade unsortiert und sind vor allem meine Mitspieler hier schon sortiert und anspielbar. Ist das nicht der Fall, heißt es für Bronze nochmal hier den Ball zirkulieren und abwarten, bis meine Mitspieler auf der anderen Seite sortiert sind. Nicht zu lange über den Ballgewinn in der Mitte freuen, sondern gleich umschalten und wieder dabei sein. So, zum Defensiven bei der zweiten Variante geht es eigentlich auch natürlich wieder um die Punkte wie davor mit dem Thema Verschieben. Jetzt denkt dran, wenn wir jetzt gelb sind und den Ball noch nicht erobert haben, dass wir trotzdem bei dieser zweiten Variante immer schon im Hinterkopf haben, was die nächste Aktion ist. Also was mache ich, wenn ich den Ball gewinne? Nicht einfach nur blind hin und her schieben, sondern jetzt haben wir auch die Anschlussaktion, also diesen Umschaltmoment. Heißt, wenn ich hier weiß, dass ich den Ball gewinne, muss ich direkt schon die Handlung im Kopf haben, dass ich den Ball auf die andere Seite spiele und dann mich wieder fallen lasse, hier in diese Zone, wie Simon gesagt hat, und natürlich Blick im Ball habe. Die andere Situation defensiv, also wenn wir den Ball durchspielen wollen und dann den Ball aber verlieren, dann werden wir automatisch zum defensiven Team. Dann müssen wir auch bei dieser Spielform bedenken, dass es die Möglichkeit gibt, hier, wenn der Ball abgefangen wird und der zu langsam schaltet vom Kopf her, dass wir dann die Möglichkeiten haben, nochmal den Ball zu erobern und direkt hier ja, Druck zu machen, umzuschalten und dann vielleicht selbst nochmal den Pass zu Bronze anbringen. Dann sind wir nämlich als rotes Team immer noch im Angriff. Also Ballverlust, gleich hinterher nochmal probieren, ob was geht, ob wir den Ball nochmal erobern können und Ball rüberspielen können. Und wenn nicht, müssen wir uns gleich hier halt wieder formieren, miteinander reden und dann, wie Simon vorhin gesagt hat, richtig verschieben. Dritte Variante folgt jetzt.